Willkommen zu einer neuen Ausgabe von ReiseTV. Heute gibt es Reisenews, also das Neueste aus der Touristik. Anfangen tun wir mit einer schönen Nachricht für alle Hamburger. Die können sich in Zukunft auf günstigere Flüge nach Zürich freuen. Neben Swiss fliegt nämlich ab 27. März 2016 auch EasyJet von Hamburg nach Zürich. Insgesamt 5-mal pro Woche will EasyJet diese Verbindung anbieten. Tickets soll es schon ab 32 Euro pro Strecke geben. Alle Kreuzfahrtfans freuen sich wahrscheinlich auf die Rückkehr der MS Astor nach Europa. Ab Mai wird das traditionsreiche Schiff für Transocean unterwegs sein in europäischen Gewässern. Viele Kreuzfahrten gibt es ab Bremerhaven oder ab Kiel. Mit dabei sind die Nordsee, die Ostsee und auch der Ärmelkanal. Ein paar Kreuzfahrten wird es auch im Mittelmeer geben. Dann wird in Genua gestartet. Eins der Highlights ist ab 15. Juli eine Kreuzfahrt 24 Tage durch die Arktis. Besucht werden Island, Grönland und die Färöerinseln. Und der Start- und Ankunftshafen ist auch hier Bremerhaven. Highlight Nummer 2 wird auf den Spuren der Portweinsegler sein. Ab 16. September für 10 Tage von Genua um Westeuropa herum hoch nach Deutschland, zurück nach Bremerhaven. Diese Angebote sind natürlich auch auf den Portalen, die dieses Video ausstrahlen, buchbar. Das britische Außenministerium hat vor spirituellen Reinigungen in Peru gewarnt. Besucher Perus sollten sich von spirituellen Reinigungen fernhalten, meinen die britischen Außenamtsmitarbeiter. Angebote gibt es vor allem im Amazonasgebiet und in Cusco. Verschiedene Personen bieten ihre Dienste als Ayahuasca oder als San Pedro an. Das angebotene Gebräu enthält Dimethyltrypotamine. Das ist eine halluzinogene Droge, die wenig erforscht ist, und vor allem ist wenig erforscht auch die Wechselwirkung mit anderen Medikamenten. Das britische Außenministerium hat schwere Erkrankungen festgestellt und Todesfälle sollen auch bekannt sein. Zeremonien werden meist abseits besiedelter Gebiete durchgeführt, sodass im Notfall kein Arzt in der Nähe ist. Also lieber fernhalten von solchen Dingen. TUI Cruises hat den Termin für das fünfte Full Metal Cruise bekannt gegeben. Die fünfte Metal Kreuzfahrt für die Männer für die Fans der lauten Musik, die Damen dürfen auch mit, ist vom 20. bis 25. April 2017 geplant. Mein Schiff 2 fährt ab Palma de Mallorca und es wird Aufenthalte in Gibraltar und in Malaga geben. Dann Rückkunft am 25. April wieder in Palma de Mallorca. Es gibt 2 Seetage, viele Heavy-Metal-Konzerte und ein schönes Rahmenprogramm, so wie man das von der Full-Metal-Cruise gewöhnt ist. Comedy, Metal-Karaoke, also Metal-Karaoke natürlich. Dann Meet and Greets mit den Stars, Lesungen, Metal-Wellness und Musik-Workshops. Ja, alles, was das Metaller-Herz halt so begehrt. Buchbar wird das Ganze voraussichtlich ab März 2016 sein, aber jetzt kann man es sich schon mal dick in den Kalender eintragen. 20. bis 25. April 2017. Ecuador, der Vulkan Cotopaxi, der uns hier schon öfter mal beschäftigt hat, der hat sich etwas beruhigt und deswegen haben die Behörden in Ecuador jetzt den Nationalpark Cotopaxi teilweise wieder freigegeben. Trotzdem sollte man Vorsicht walten lassen. Vor dem Besuch sollte man sich vor Ort über die Lage informieren und Informationen gibt es unter www.gestiondarisgos.gob.ec, habe ich nochmal eingeblendet. Und unter anderem gibt es dort auch eine Karte über die natürlichen Abflüsse des Cotopaxi. Da sollte man sich also fernhalten. Es gibt auch Evakuierungsrouten im Falle eines Ausbruchs. So kann man also sich so informieren, dass man dann sicher den Nationalpark besuchen kann. Die Vorwarnzeit übrigens bei einem starken Ausbruch durch die Behörden beträgt nur 40 bis 60 Minuten. Also man sollte dann auf jeden Fall wissen, was man zu tun hat. Schon geschehen ist das Unwetter auf den Philippinen. Es hat schwere Schäden durch den Taifun Melor gegeben. 180 Stundenkilometern und Starkregen sorgten für Überschwemmungen und gefährliche Erdrutsche.
Zahlreiche Inlandsflüge und Fährverbindungen wurden ausgesetzt und die Reisenden sollten sich deswegen dringend vorab über die aktuelle Lage informieren und Kontakt zu ihrem Reiseveranstalter aufnehmen, inwieweit Reiseprogramme eventuell nicht durchgeführt werden können. Die Schäden sollen, zumindest was Strom betrifft, bis Weihnachten wieder behoben werden. Es gab 4 Tote und erhebliche Sachschäden. Besonders betroffen ist die Provinz Nord-Samar. Schauen wir zum Mein Schiff nochmal, diesmal zu Mein Schiff 5. Das wird im nächsten Jahr getauft und zwar am 15. Juli 2016 in Lübeck-Travemünde. Man kann an dieser ganzen Zeremonie teilnehmen, bei einer Mini-Kreuzfahrt auch, Übernachtung an Bord inklusive der Teilnahme an den Tauffeierlichkeiten wird es in der Innenkabine ab 299 € geben und ist ab sofort auch über die Portale, die dieses Video ausstrahlen, buchbar. Es wird eine Mini-Kreuzfahrt angeboten vom 15. Juli 2016, 15 Uhr an. Da geht es von Kiel rüber nach Travemünde. Dort findet dann die Taufzeremonie statt und die Feierlichkeiten werden abgehalten und man kann das Ganze genießen. Danach geht es dann in der Nacht wieder zurück Richtung Kiel, wo man am 16. Juli 7 Uhr wieder eintrifft. Wer Weihnachten unterwegs nach Österreich sein will, sollte bedenken, dass es dort Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze gibt. Die Kontrolle gilt vor allem Fahrzeugen, die geeignet sind, Flüchtlinge illegal zu transportieren. Insgesamt sollte man aber ein bisschen mehr Zeit einplanen. Der ADAC empfiehlt, kleinere Grenzübergänge zu nutzen, die nicht so stark frequentiert sind. Österreich sichert übrigens seine Grenzen komplett ab. Das bedeutet für Transitreisende durch Österreich auch, dass man auf der anderen Seite auch wieder kontrolliert wird. Man braucht also ein bisschen Geduld. Geschieht ja alles im Sinne der Sicherheit. In diesem Sinne ist das sicherlich durchaus willkommen. Und jetzt bleibt mir noch eine gute Reise zu wünschen.